여기가 나체주의 스포츠 클럽이래. 그러니까 나체주의 스포츠 클럽인데 문 하나 사이로 뭔가 느낌이 완전히 달라지네. 갑자기 에덴의 정원에 들어온 아까 노인분들도 꽤 많이 들어가시더라고. 그러니까 왔다 갔다 왔다 갔다 스포츠 하시더라고. 하려고. 그러니까 깜짝이야. 깜짝이야. 아니 왜 제가 떠지 나 비지 우리도 좀 뛰어볼까? 아니 갑자기 돌아가신 엄마가 보고 싶고 갑자기 뭐 난 엄마 살아계셔요. 얼마나 보고 싶겠어 지금. 우리 여기 소개시켜준다고 추운데 우리가 빨리 가야 되겠다. 할로. 아니 이렇게 추운데 괜찮아요? Ja, es ist tatsächlich etwas kalt heute. Vorhin war es schon wärmer. Aber ich möchte meinen Körper immer wieder daran erinnern, wie wichtig es ist, auch der Kälte auszusetzen. Die Durchblutung, das Immunsystem wird gestärkt. Corona-Pandemie tatsächlich für einen Trend entstanden ist. In Berlin gibt es nämlich viele Gruppen, die an Seen gegangen sind und Eisbaden gemacht haben, in Kombination mit Atemtechniken. Und das ist ziemlich gut für die Gesundheit. 근데 뭐 하는 덴지 소개 좀 해주세요. Wir sind hier in einem FKK-Sportverein in Berlin. 20. Jahrhundert, als die Industrialisierung vonstatten gegangen ist. Und dadurch, dass die Städte lauter wurden, die Menschen enger zusammengerückt sind und es auch etwas dreckiger wurde, haben sich die Bürgerinnen eben gesehen, danach wieder eher raus, an die Flüsse, in die Natur, in die Wälder zu kommen. Und an diesen Stränden, an den Flüssen, an den Seen, sind dann auch FKK-Strände entstanden und auch FKK-Sportvereine. 아, 그때부터 되게 오래됐네요, 그럼. Ja. Ich bin hier heute mit den FKKlern und wir haben gemeinsam in dem FKK-Sportverein einen Slot reserviert. 여기가 100년 넘은 거지? 어? Ja, so sieht das aus. 이게 진짜라고? 태어나서 처음 보는 광경이긴 하지만 야, 뭔가 아, 되게 행복해 보이긴 하기도 한다, 그치?